Moin Moin Sportsfreunde, Teil 3 Motordemontage. Es geht einfach jetzt erstmal um den Block. Wir tun ihn einfach zerlegen, spalten ihn noch gerade, die Gehäusehälften, ziehen die Kolben. Ich hoffe vom Sound ist es auch jetzt besser, weil ich habe das externe Mikro endlich dran. Das müsste auch um einiges besser sein, das Rode. Und genau, nochmal bevor es richtig losgeht, wie ich sowas mal angehe noch, einfach alles ein bisschen in Kisten, in so Schäferkisten legen, dann ist das einfach aufgeräumt und je nachdem, wie lange das dauert, das wisst ihr ja immer meistens vielleicht auch mal selber nicht, zwecks Kosten und wie auch immer und Umständen, dann ist es einfach besser, wenn man nach ein paar Jahren das wieder erkennt oder ein paar Monaten und halt weiß, wo was genau drinnen war, ist dann beschriftet und dann tut man sich einfach leichter. Wir schnacken nicht weiter, es geht los, viel Spaß.
Zerlegung Teil 1 vom Block, fertig. Ich zeige euch einfach mal das Resultat. Ich hoffe, die Kamera macht das hier alles schön scharf. Und wir gucken jetzt uns einfach mal direkt Zylinder 4 an. Ich hoffe, die Kamera macht scharf. Zylinder 5, den Kolben und Zylinder 6. Also man sieht schon leichte Ablagerung. Das helle Weiße, was ihr seht, ist auf jeden Fall schon Metallabrieb. Und hier wäre jetzt der Zylinder 5, sieht man eindeutig den Fresser. Ne? Also da hat der Kolben schon das Fressen angefangen. Wir gucken uns hier nochmal Kolben 4 an. Also erstmal kurz den 6er noch hier. Da sieht man, die Legierung an der Seite geht schon weg. 4 auf jeden Fall auch schon hier leichte Riefen drin. Man spürt es auch im Nagel. Und das ist jetzt quasi der schlimmste gewesen. Man sieht hier deutlich tiefe Riefen schon drin. Also hier war der Kolbenfresser schon am Schlüssel. Gehäusehälften kann ich nochmal gucken. Genau, da sehen wir gleich nochmal ein bisschen mehr. Ich drehe es einfach nochmal. Gibt dann so ein paar Porn-Dinger jetzt gleich noch von diesem absolut krass vermockten Motor. Also wenn man sich die Zwischenwelle anschaut, das Öl ist hier drauf gebacken. Es ist echt crazy, wie schlimm das ist. Überall ist diese schwarze Schlacke drinnen und sowas. Also auch in der anderen Gehäusehälfte. Es ist echt wild. Naja. Übrigens, weil ihr vielleicht gesehen habt, dass es dann doch nicht so schlimm ausschaut, die Ölwanne unten, das hatte ich damals einfach gereinigt. Da war aber einfach manuelle Reinigung, also das habe ich einfach mit Bremsenreiniger gemacht. Und deswegen schaut es so ein bisschen besser aus, aber der Rest vom Motor, ihr seht, ist einfach brutal übel. Ihr habt es kurz in so einem Mini-Pörnchen gesehen, also der Motor ist echt absolut dreckig, also Wahnsinn, wie der verguckt ist. Es ist einfach, ob man es überhaupt jemals nochmal so gut sauber kriegt, wird sich zeigen. Ihr habt auch die Riefen gesehen, gerade eben in dem Zylinder 5, die halt eben schon so stark waren. Auf beiden Seiten auf jeden Fall geht es da schon los und ihr seht einfach im nächsten Cut jetzt halt, wie man die andere Gehäusehälfte herausmacht und wünsche euch einfach viel Spaß. We'll be right back.
Gesehen, Crankcase ist soweit auch alles zerlegt, jetzt sind alle Teile einzeln und ihr seht auch einfach ja noch, habt ihr auch im Zeitraffer gesehen, es ist einfach alles extrem dreckig, das ist Wahnsinn, wie dieser Motor verguckt ist, das habe ich selbst einfach noch nicht gesehen, sowas, aber soweit hat es geklappt, natürlich hier und da mal ein bisschen stocken, wenn man halt einfach eine Schraube vergisst irgendwo, soweit aber trotzdem alles super geklappt und gut funktioniert. Ich würde sagen, hier ist mit Teil 3 fertig und die Wochen später jetzt halt, gehen wir einfach mal genau auf jedes Bauteil ein, weil ich habe echt auch ein paar kleine Defekte gefunden, auch Wildpleulager zum Beispiel, hätte ich nicht gedacht. Oder Zwischenwellenlager hat auch schon leicht Spiel, aber dazu einfach im nächsten Teil gibt es ein bisschen mehr, Teil 4 dann. Damit machen wir eine genaue Schadensanalyse und schauen uns einfach mal genau an und dann gucken wir einfach mal, wie es weitergeht, quatschen ein bisschen darüber. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Schauen, bis zum nächsten Mal, ciao. My shoulder, yeah. Done with my cigarette.